Schön, dass ihr da seid, liebe Emotion-Fans. Hier geht es um das Thema E-Bike-System an sich. Was gehört dazu? Was müsst ihr alles wissen? Natürlich gehört zu dem E-Bike-System der Motor. Der Motor ist hier in dem Fall ein Mittelmotor, der beim Tretlager sitzt, und das ist auch wirklich das gängigste Format. Ich kann euch gerade gar nicht so viel Auswahl zeigen an alternativen Motoren, die es auch gibt, die vorne sitzen oder hinten, weil im Premium-E-Bike-Bereich eigentlich der Mittelmotor wirklich das ausschlaggebende Produkt ist. Was gehört aber zu so einem E-Bike-System noch dazu? Natürlich der Akku, den habe ich für euch mal ausgebaut, damit ihr ihn sehen könnt. Der sitzt bei dem Bike zum Beispiel hier im Unterrohr und sogar ein zweiter Akku hier oben im Oberrohr. Und was gehört noch dazu? Das Display. Es gibt aber auch Systeme, die haben kein Display in der Form. Da hat man dann nur, in Anführungsstrichen, nur zum Beispiel hier links eine Remote-Einheit am Lenker, worüber dann das System gesteuert wird. Ich kann hier die unterschiedlichen Unterstützungsstufen steuern und am Ende, wenn ich ein Display habe, auch das Display steuern. Manchmal ist auch die Bedieneinheit und das Display in einem. Das könnt ihr zum Beispiel jetzt hier in dem Video sehen. Und ansonsten gehört noch die Verkabelung dazu. Kein System funktioniert ohne Kabel, also auch der Kabelbaum an sich, der hier im Unterrohr läuft, den Akku mit dem Motor, dem Display und auch dem Speedsensor verbindet. Das sind auch Bauteile, die dazugehören. Der Speedsensor selber, der ist hier hinten, den findet man hier im Hinterrad, und der nimmt über einen Magneten, hier in dem Fall in der Speiche, manchmal auch in der Bremsscheibe, einfach die Radumdrehung auf für die Geschwindigkeit und. Und dadurch funktioniert das ganze System, wenn alles miteinander funktioniert. Hier haben wir euch jetzt mal ein Antriebssystem vorgestellt, am Beispiel vom Bosch-System mit dem Nuon-Display und wirklich auch mal zwei Akkus. Es gibt natürlich diverse Antriebssysteme auch bei uns in der Emotion-Welt. Wir haben jetzt hier einen Bosch gehabt, es gibt von Bosch auch noch verschiedene Systemreihen. Es gibt Yamaha, es gibt Shimano und. Also da haben wir wirklich auch mit dem Brose und die Specialized-Motoren viel im Angebot für euch und noch andere. Also von daher kommt gern vorbei und schaut euch an, was für euch das passende Produkt ist.